Willkommen bei Wieder und Easy, dem YouTube-Kanal für alle, die Themen aus der Wirtschaft logisch und einfach verstehen wollen. Mein Name ist Jörg Bensch und in dieser Videoreihe möchte ich euch gerne Themen aus der Personalwirtschaft richtig erklären. Diesmal geht es um die richtige Berechnung von Kündigungsfristen in Arbeitsverträgen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. In anderen Videos von mir habt ihr bereits viel zum Arbeitsvertrag und zu den Möglichkeiten der Kündigung gelernt. Diesmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wann ist eigentlich mein letzter Arbeitstag, wenn ich gekündigt werde. In diesem Video wird es also ausschließlich um die ordentliche, also die fristgerechte Kündigung von Arbeitsverträgen gehen. Wenn ihr euch für die fristlose Kündigung von Arbeitsverträgen interessiert, dann schaut in dem entsprechenden Video in meinem Kanal. Bei einer ordentlichen Kündigung spielt die Kündigungsfrist eine wichtige Rolle. Doch was ist eigentlich genau eine Kündigungsfrist? Die Kündigungsfrist bezeichnet den Zeitraum vom Zugang der Kündigung bis zur tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Kündigungsfrist sorgt also dafür, dass der jeweilige Vertragspartner noch seine Ansprüche geltend machen kann. Der Arbeitgeber kann vom Arbeitnehmer verlangen, dass er noch weiter arbeitet. Der Arbeitnehmer kann während der Kündigungsfrist die Weiterzahlung des vereinbarten Arbeitsentgelts verlangen. Doch wie genau ist jetzt diese Kündigungsfrist festgelegt? Hier müsst ihr beachten, dass es keine einheitliche Lösung gibt. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, wie die Kündigungsfrist festgelegt wurde. In vielen Arbeitsverträgen ist eine individuelle Kündigungsfrist vereinbart. Solange diese die gesetzliche Kündigungsfrist nicht verringert, ist sie wirksam und Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich daran halten. Enthält der Arbeitsvertrag hierzu keine klare Regelung, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Auf viele Beschäftigungsverhältnisse ist ein Tarifvertrag anzuwenden. In diesem Fall ist dann häufig die Kündigungsfrist in diesem Tarifvertrag festgelegt. Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag kann der Tarifvertrag die gesetzlichen Kündigungsfristen auch verkürzen. Liegen keine einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Regelungen vor, gilt grundsätzlich die gesetzliche Kündigungsfrist, die im BGB geregelt ist. Nach dem sogenannten Günstigkeitsprinzip gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen grundsätzlich für jeden Arbeitnehmer. Regelungen in Tarifverträgen oder individuellen Arbeitsverträgen dürfen die Vertragspartner also nur besser stellen. Aus § 622 BGB kann man die grundsätzliche Kündigungsfrist entnehmen. Die Grundkündigungsfrist für den Arbeitnehmer beträgt demnach 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats. Wurde in einem Arbeitsvertrag eine Probezeit vereinbart, so gilt nach BGB die gesetzliche Kündigungsfrist von 2 Wochen. In diesem Fall kann dann an jeden beliebigen Tag gekündigt werden. Zu beachten ist nun, dass das BGB für Arbeitgeber etwas abweichende Regelungen vorsieht. Will der Arbeitgeber einen Mitarbeiter kündigen, gelten nämlich längere Kündigungsfristen. Diese orientieren sich an der Dauer des Arbeitsverhältnisses bzw. der Betriebszugehörigkeit. In den ersten 2 Jahren der Betriebszugehörigkeit ist somit die Kündigung innerhalb von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats möglich. Besteht die Beschäftigung länger als 2 Jahre, erhöhen sich die Kündigungsfristen für den Arbeitgeber abhängig von der Länge des Beschäftigungsverhältnisses. Ebenso ist zu beachten, dass der Arbeitgeber die längeren Kündigungsfristen auch auf seinen Arbeitnehmer übertragen kann. Dies schützt ihn davor, dass wichtige Mitarbeiter spontan den Job wechseln oder schon innerhalb von 4 Wochen den Betrieb verlassen. Ein Arbeitgeber darf seinen Mitarbeitern allerdings keine Kündigungsfristen aufdrängen, die länger sind als diese, die für ihn als Arbeitgeber selbst gelten. Dann ist noch auf den besonderen Unterschied von 4 Wochen und einem Monat zu achten. Auf den ersten Blick scheint dieser Unterschied nicht erheblich zu sein. In der Praxis kann er jedoch gravierende Folgen für den Arbeitnehmer haben. Und zu guter Letzt ist noch darauf zu achten, dass der Tag des Zugangs der Kündigung nicht bei der Berechnung der Kündigungsfrist mitgerechnet wird. Alles zur Form und zur rechtlichen Wirksamkeit von Kündigungen entnehmt ihr bitte dem speziellen Video, was ich euch bereitgestellt habe. Schauen wir uns nun das Ganze mal an einem praktischen Beispiel an. Herr Schmidt erhält eine schriftliche Kündigung von seinem Arbeitgeber am 1. März. Der Tag des Kündigungszugangs fließt nicht mit in die Fristberechnung ein. Die Kündigungsfrist beginnt somit am 2. März. Ist Herr Schmidt noch nicht länger als 2 Jahre in diesem Unternehmen beschäftigt und gilt die gesetzliche Kündigungsfrist, so beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats. In diesem Fall bedeutet 4 Wochen genau 28 Tage. Das Ende der 4 Wochen Kündigungsfrist fällt also auf den 29. März. Da die Kündigungsfrist lautet, zum Ende des Monats, scheidet Herr Schmidt noch am Ende desselben Monats aus dem Betrieb aus. Sein letzter Arbeitstag ist also der 31. März. Ist Herr Schmidt jedoch länger als 2 Jahre beschäftigt, nehmen wir mal an 3 Jahre, beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende des Monats. In unserem Beispielfall beginnt also die Kündigungsfrist am 2. März. Sie beträgt 1 Monat, also endet sie am 2. April.
Durch den Zusatz zum Ende des Monats schiebt sich das tatsächliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses also noch weiter nach hinten. Der letzte Arbeitstag für Herrn Schmidt ist also der 30. April. Ihr habt nun also erkannt, dass der Tag des Zugangs einer Kündigung auch eine Auswirkung auf das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hat. In der Praxis kann es jetzt sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer wichtig sein, dass die Kündigungsfrist möglichst kurz ausfällt. Aus Sicht des Arbeitnehmers ist dies zum Beispiel dann der Fall, wenn er möglichst schnell vom alten Arbeitgeber zu einem neuen Arbeitgeber wechseln möchte. Für den Arbeitgeber spielt dies dann eine Rolle, wenn er seinen Arbeitnehmer möglichst früh loswerden möchte. In der Praxis stellt sich daher häufig die Frage, wann eine Kündigung spätestens dem Vertragspartner zugegangen sein muss. Schauen wir uns dies jetzt noch an drei Beispielen aus Sicht des Arbeitgebers an. Das gleiche gilt natürlich auch für den Arbeitnehmer. Befindet sich Herr Schmidt noch in einer Probezeit, spielt es im Grunde genommen keine Rolle, wann ihm die Kündigung zugeht. Mit dem Tag des Zugangs der Kündigung beginnt die zweiwöchige Kündigungsfrist. Übergibt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zum Beispiel die Kündigung am Freitag, dem 30. März, wird Herr Schmidt noch bis zum 13. April beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endet also am 13. April. Außerhalb der Probezeit und innerhalb der ersten zwei Beschäftigungsjahre gilt ja die Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats. Entschließt sich der Arbeitgeber nun am 8. März dazu, Herrn Schmidt zu kündigen, so muss er Herrn Schmidt spätestens am 18. März die Kündigung übergeben. Nach Ablauf der 4-wöchigen Kündigungsfrist endet das Arbeitsverhältnis dann am 15.04. Der 15. April ist dann der letzte Arbeitstag von Herrn Schmidt. Beachtet bitte in diesem Zusammenhang, dass der 18. März auf einen Sonntag fällt. In der Praxis könnte sich für den Arbeitgeber also das Problem der Zustellung der Kündigung ergeben. Alles zur Rechtswirksamkeit einer einseitigen Willenserklärung, hier also der Kündigung durch den Arbeitgeber, habe ich euch in einem speziellen Video erklärt. Schaut doch da mal rein. Stellt der Arbeitgeber jedoch am 23. März fest, dass er Herrn Schmidt kündigen möchte, so muss er ihm spätestens die Kündigung am 2. April übergeben. Nach 4 Wochen endet dann das Arbeitsverhältnis am 30. April. Der 30. April ist dann der letzte Arbeitstag von Herrn Schmidt. Ist Herr Schmidt mehr als 2 Jahre, jedoch nicht mehr als 5 Jahre im Betrieb beschäftigt, gilt eine Kündigungsfrist von 1 Monat zum Ende des Kalendermonats. In diesem Fall ist es unerheblich, wann der Arbeitgeber im März feststellt, dass er Herrn Schmidt kündigen möchte. Er muss Herrn Schmidt die Kündigung bis spätestens 31. März übergeben haben. In diesem Fall endet das Arbeitsverhältnis von Herrn Schmidt am 30. April. Zu beachten ist, dass in diesem Fall für den Arbeitgeber eine andere gesetzliche Kündigungsfrist gilt als für den Arbeitnehmer. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass der Arbeitnehmer in unserem Fall mit einer Frist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats kündigen könnte. Achtet aber bitte darauf, dass Arbeitgeber häufig einzelvertraglich mit dem Arbeitnehmer regeln, dass für ihn die gleichen Kündigungsfristen gelten wie für den Arbeitgeber selbst. Im Arbeitsvertrag ist eine im Vergleich zur gesetzlichen Regelung verlängerte Kündigungsfrist jedoch nur dann rechtlich wirksam, wenn diese nicht länger ist als die, die für den Arbeitgeber gilt. Häufig findet man daher in Arbeitsverträgen die Regelung, dass die Frist für den Arbeitnehmer genauso lang ist wie die für den Arbeitgeber. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis zu § 622, denn diese Frage wird mir ganz häufig gestellt. Wie wir bereits wissen, kann man aus Absatz 2 die verlängerten Kündigungsfristen für den Arbeitgeber entnehmen. Wie wir bereits in unserem Beispiel gesehen haben, verlängert sich zum Beispiel die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigung von mehr als 2 Jahren auf 1 Kalendermonat. Beträgt die Beschäftigungsdauer hingegen mehr als 5 Jahre, verlängert sich die Kündigungsfrist auf 2 Kalendermonate. Und ist der Arbeitnehmer sogar mehr als 8 Jahre im Unternehmen beschäftigt, verlängert sich die Kündigungsfrist auf 3 Monate. Vielleicht erkennt ihr jetzt bereits selbst, worauf sich die Frage bezieht. Häufig bekomme ich die Frage gestellt, was ist denn nun mit Arbeitnehmern, die zum Beispiel 4 Jahre beschäftigt sind? Hierzu müsst ihr den Absatz 2 genau lesen. Ist der Arbeitnehmer mehr als 2 Jahre, jedoch nicht mehr als 5 Jahre im Unternehmen beschäftigt, gilt die Kündigungsfrist von 1 Monat. Ist der Arbeitnehmer mindestens 5 Jahre, aber nicht mehr als 8 Jahre im Unternehmen beschäftigt, gilt die Kündigungsfrist von 2 Monaten und so weiter. Und nun noch ein paar kleine Besonderheiten zur Kündigung. Bei Betrieben, die nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, wobei Auszubildende nicht mitgerechnet werden, darf eine kürzere Kündigungsfrist für Arbeitnehmer vereinbart werden, solange diese 4 Wochen nicht unterschreitet. In diesen Fällen kann der Arbeitgeber zum Beispiel einzelvertraglich mit seinen Arbeitnehmern vereinbaren, dass nur zum Monatsende und nicht wie sonst gesetzlich vorgesehen auch zum 15. des Monats gekündigt werden darf. So, nun habt ihr auch bei diesem komplizierten Thema durchgehalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einiges lernen können.
Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.